ihr närrische Leid. Ich endlich wieder Fastnachtheit. Wir wecken heute mit viel Radau. Mit viel Radau. Und mir fallen wieder bei ihm ein. Für uns geht's los, die närrische Zeit. Hugo, ich hoffe, du bist bereit. Ach, ihr seid spät, mir das gerade heute zuzumuten. Ich warte schon seit 10 Minuten. Mein Zug fährt ab und ich will heim zu Frau und Kind in Handschuhsheim. Wollt ihr mich sprechen, dann jetzt bald. Trainieren muss ich noch im Wald, damit ich fit bleib hier im Amt. Schließlich Punkt 4, die Rathaustür. Stimmt, heute kamen wir fast her zu spät. Und warum? Weil überall ein Bauschild steht. Vom Bahnhof bis zum Gründelgraben, der halbe Ort ist umgegraben. Absperrbänder, Erdhügel und Löcher, Schiergarten fast vor jedem Haus. Wie nach dem Krieg sieht's bei uns aus. Hörst du am Ort nicht aufzubauen, dann brauchen wir bald Trümmerfrauen. Yeah! Ach was, wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß, ich habe viel Talent. Dem ganzen Ort wird langsam klar, als Architekt wäre ich ein Star. Unter meinem Plan und Mühen wird der Ort voll Glanz erblühen. New York, Paris und London, in diese Metropole reiht sich ein, Bad Schönborn, Ortsteil Mingolsheim. Leid, hört euch nur den Hugo an. Spült es den Pack der Kryptenwahn. Vom Bürgermeister zum Baumeister, ich sag's, nicht gut. Bist du ein Pein für uns, der Meister Bob? Doch leider ist deine Planung echt ein Graus. Am Ort, da bricht das Chaos aus. Rohre, Brücken, Löcher bohren. Du hast den Überblick verloren. Und Straßenlicht bei uns im Ort. Das ist doch der allergrößte Schrott. Bei Nacht sich super genießer Licht, die eigene Hand vor Augen nicht. Weil die Lampe wenig blendet, wird kaum Energie verschwendet. Und außerdem wisst ihr es nicht, dass dunkles Licht romantisch ist? Lieblich wirkt im trüben Licht selbst das hässlichste Gesicht. Da könnt ihr euch, ach welch ein Segen, ohne Scheu bei Nacht bewegen. Nicht nur mir. Bei Dunkelheit, das lädt sie ein. Kommt besser. Die Diebe nahe. Bei Nacht und Nebel, zack, zerab, haben die mit ihrer Beute Uchse ab. Ich will schneller und das Internet macht Menschen heller. Das merkt man doch jetzt jeden Tag am Twitter-König in den USA. Doch lasst uns Trump und allen Ärger heute vergessen und über schöne Dinge sprechen. Voller Stolz kann ich euch sagen, dass wir eine eigene S-Bahn haben. In großen Lettern auf dem roten Waggon steht von weitem sichtbar Bad Schönborn. Schön, dass dich der Zug so interessiert. Bei Mefa, die hast du schon abserviert. Als ihr Pateronkel sollst du mehr Einsatz zeigen. Kannst du unser Fastnachtskind nicht mehr leiden. Doch, die Mefa mag ich sehr. Und wie? Ich baue einen Spielplatz auch für sie. Dort oben beim Aktiv- und Sohlepark. Ganz aus Holz, der wird echt stark. Ach, du meinst den Spielplatz in der Nähe vom Altersheim? Was soll denn dort dran logisch sein? Bald in schönster Harmonie, jung und alt, dort wohnen sie. Vielleicht.
Vielleicht solltet ihr am Marktplatz zu kampieren die Tafel mit dem Zahn studieren. Im Haus des Gastes und Herr Marek. Aus. Ihr seid gemein. Geht allein mir die Schuld. Übt euch doch mal in Geduld. Ich werf das Essen da nicht rein. Gut Ding braucht Weil. Und schließlich muss ich auch mal ruhen. Im Rathaus gibt es viel zu tun. Müsst ihr nicht nüchtern den Gemeinderat fragen. Mein Plan ist gut und voller Eleganz. Aber ohne die Weisen vom Rat kann ich nichts versprechen. Ihr müsst, wie gesagt, erst den Gemeinderat wecken. Aber irgendwann, ganz bestimmt, ihr werdet sehen, die Bühne. Du mit dein Wunderschön. Das Gespräch mit dir wird langsam mies und zudem krieg ich kalte Fies. Es wird Zeit, wir kommen rein, pack du dein Krempel und fahr heim. Weil am Schmutzigen, du kennst es schon, ist bei der MEFA Tradition, dass wir dein Zepter an uns reißen und dich jetzt aus dem Rathaus schmeißen. Pack dein Aktertäschel ein und ab mit dir nach Handschuhsheim. Gleich bricht der Fastnachtsrubel aus, doch vorher, du rückst dein Schlüssel raus. Nach so viel Arbeit hier im Haus nutze ich die Pause gerne aus. Das Ingenie macht manchmal schlapp. Voll Tatendrang und viel Elan, treff hier mich Aschermittwoch an. Ja, ja, so machst. Also, bis dann. Wir fangen jetzt zu feiern an. 2017, ihr werdet sehen, wird unsere Fastnacht wunderschön. Und unsere MEFA, der Menge zur Fastnacht, ein dreifaches Rathausbau. Ja, steht. Fastnacht, genießt die Tage.
Bis bald.